als ob die wüssten, dass heute Sonntag ist und sie sich beeilen müssen. Also das ist schon richtig nah. Mein bester Freund kommt gar nicht wieder, doch jetzt. Gerade als ich es sagte. Zu zweit sind sie da. Ich versuche immer so ein paar Merkmale zu entdecken, um die mal auseinanderhalten zu lernen. Ja, so. Gelingt mir ja schon bei einigen, aber eben da muss ich genau hinschauen. Das ist relativ schwierig. Und rausfinden, wer davon eine Dame und ein Herr ist, das ist noch viel schwerer. Jetzt in der Zeit könnte es einem noch gelingen, wenn man sie lange genug beobachten könnte. Dann kann man am Verhalten herausfinden, wer der Herr ist und wer die Dame. So optisch ist das nicht zu sehen.
glaube, dass diese Krähe mit ihrem Partner oder Partnerin, dass die sind, die hier immer auf der Weide gewohnt haben, schon als ich angefangen habe mit der Futterstelle, die ich oft gesehen habe. Die sind aber immer geflüchtet, als ich nur so wirklich auf 50, 60 Meter in der Nähe war. Und damals haben die sich ja nur heimlich die Sachen geholt. Das ist nun direkt vor meiner Nase. Man sieht an den Beinen und am Bauch so abstehende Federn, die aussehen wie so ein Röckchen, wie so ein Faltenröckchen bei uns Mädchen früher. Und deshalb habe ich das Tier Flauschi genannt, weil es so kuschelig aussieht. Ne? Man sieht richtig, wie die Federn da unten so ein Röckchen bilden an den Beinen und am Bauch. Das ist natürlich auf der Entfernung nur ganz schwer zu sehen. Ne? Kommt der Rest auch an. Da wurde sozusagen zum letzten Sturm auf das Buffet geblasen. Ich glaube, das ist Flauschi. Ich weiß es aber nicht genau. Das ist ja noch nicht so lange, dass die Krähen in der Schar zur Futterstelle kommen, wenn ich da bin. Das ist ja eigentlich auch noch relativ neu. Und sie hier, also, die kennt mich offensichtlich schon eine Weile länger, als mir bewusst ist. Weil, wie gesagt, die sind sehr aufmerksam und beobachten genauestens. Die haben längst alles raus, was ich so an Geflogenheiten an den Tag lege. Ja. Geruchsmäßig aussehen, was ich für Sachen habe, mit was für Geräten ich rumkomme. Fahrrad oder ja, Rucksack nur an, zu Fuß, das wissen die alles. Und die wissen, welche Wege ich gehe. Und ich habe manchmal, wenn ich nach Hause gehe, ja so viel Begleitung, dass mir bewusst geworden ist, dass die auch wissen, wo ich herkomme. Ich könnte mir vorstellen, dass die sogar genau wissen, welche Wohnung das ist. Also, man sollte sie nicht unterschätzen. Die sind nicht doof. Garantiert nicht. Da machen die uns Menschen, was Beobachtung und so angeht, garantiert jede Menge vor. Und die können auch genau abzählen, also. Die können vielleicht keine Romane schreiben und Gedichte verfassen, aber deswegen sind sie nicht dumm. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.